warum die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte geringer ausfällt als die Regelaltersrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Menschen werden in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 wieder eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Sie kennen diese Rente unter dem Schlagwort Rente ab 63 und 45 Jahre Wartezeit. Und wie das immer so ist, Sie informieren sich natürlich vor Rentenbeginn und dann bekommen Sie von der Deutschen Rentenversicherung eine Renteninformation. Das sind zwei Blatt Papier, vorne und hinten beschrieben. Und auf der ersten Seite stehen im Regelfall drei wichtige Zahlbeträge einer gesetzlichen Rente. Das ist zum einen der Zahlbetrag der monatlichen Rente wegen Erwerbsminderung, wenn man das Datum der Renteninformation als Beginn des Leistungsfalls ansieht. Dann der Zahlbetrag der Regelaltersrente zum entsprechenden Termin mit den aktuell eingespeicherten Daten aus dem Versicherungsverlauf. Und zum dritten eine Art Hochrechnung der Regelaltersrente, die Sie in Anspruch nehmen können, dann auch wieder zum frühestmöglich ersten Termin, wenn der durchschnittliche Verdienst der letzten 5 Jahre der Rentenberechnung zugrunde gelegt wird. Und damit errechnet die Deutsche Rentenversicherung oder Ihr Versicherungsträger eine Regelaltersrente, die der tatsächlichen Höhe der Altersrente, die wir ja in Wirklichkeit erst mit Rentenbescheid der Regelaltersrente dann kennen, doch schon sehr nahe kommt. Also diese Berechnungen, die dort angestellt sind, die sind schon ganz gut, aber natürlich entsprechen sie nicht, grundsätzlich nicht der tatsächlichen Rentenhöhe. Und jetzt passiert Folgendes. Viele Versicherte, die jetzt dann in Rente gehen und auch ihren Rentenbescheid bekommen, die wundern sich auf einmal, warum ihre Monatsrente für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum Teil sogar deutlich unterhalb dessen ist, was in der Renteninformation ausgewiesen ist. Beispiel: Sie sind am 1. Januar 1959 geboren und Sie beantragen zum 1.3.2023 die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, also mit 64 Jahren und 2 Kalendermonaten. Und Sie erhalten dann ab dem 1.3.2023 monatlich eine Bruttorente von 1.770 Euro und in der Renteninfo stand aber irgendwas von 1.900 Euro drin. Also praktisch 130 Euro weniger Rente im Monat. Und da werden Sie sich die Frage stellen, na warum ist denn das so? Und ich verrate Ihnen das ganz einfach. Sie gehen doch zeitlich früher in Rente und zwar vor der Regelaltersgrenze und damit fallen für Sie ab dem 1.3.2023 bis zu Ihrer individuellen Regelaltersgrenze natürlich Wartezeitmonate für eine höhere Rente weg, weil Sie natürlich dann auch keine Verdienstzeiten mehr haben. Das heißt also, Ihnen fehlen schlicht und ergreifend Beitragszahlungen in die Rentenkasse. Und das ist genau der Grund, warum eine vorgezogene Altersrente im Normalfall mit oder ohne Abschlag immer geringer ausfällt als die klassische Regelaltersrente, wenn Sie sozusagen praktisch einfach weiterarbeiten würden. Es würde weiter in die Rentenkasse eingezahlt werden und aus den Beiträgen wären Entgeltpunkte berechnet und Sie würden dann praktisch diese Entgeltpunkte bis zur Regelaltersgrenze oder Rente dann gutgeschrieben bekommen. Und in einem nächsten Video erkläre ich Ihnen, wie Sie mit ganz legalen Tricks, und zwar 3 legale Tricks, Rentenverluste bei Inanspruchnahme einer vorzeitigen Altersrente vor der Regelaltersgrenze oder Rente ausgleichen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.